So, willkommen bei LC Performance. Heute Golf 8 GTI Clubsport. So, Thema, wir haben euch schon mal vorgestellt, das Auto, ich fand ihn echt gut. Aber jetzt finde ich ihn noch viel besser, weil jetzt passt er wirklich zu uns. Was nächste Woche kommt, und da dürft ihr euch dann auch schon im Vorfeld drauf freuen, die Auspuffanlage liegt schon drin. Die wird nächste Woche montiert, gibt es ein Video komplett mit vorher, nachher, Soundfiles, wie sich das am Golf 8 GTI jetzt wirklich anhört. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber es könnte deutlich besser sein. Wir hoffen unser Bestes, wir haben es auch noch nicht gehört, wir werden euch daran teilhaben. Aber, was haben wir gemacht? Was gehört zum GTI dazu? Schöne Felgen, tiefer legen, die ersten zwei Sachen. KW Variante 3, Zug- und Druckstufe verstellbar, aus Edelstahl, ist klar. Fährt sich wirklich phänomenal gut in dem Auto. Und das muss man wirklich sagen, wo ich das letzte Mal so geschimpft habe über diese Thematik, ist ein bisschen bocklig auf der Hinterachse und so. Jetzt fährt sich das Ding phänomenal. Ist eingestellt worden, ist für uns auf der Radlastwaage gewesen, das Auto. Fährt sich wirklich tico-taco. Kompliment an KW nochmal, also wirklich, das haben sie gut gemacht. Schaut euch das Auto mal an, von der Tiefe ist nicht so tief, dass man sagt, das ist alles zu spät. Das ist wirklich, wie es eigentlich sein soll, der Clubsport zum Fahren. Es ist wirklich so, dass die Performance im Vordergrund steht und nicht nur die reine Tiefe. Aber dafür ist es schon relativ satt, ja, würde ich sagen. Das ist das eine, dann Felgen haben wir drauf. BBS CIR in Bronze. Ja, das ist wirklich ein Farbton. Gut, BBS wissen wir, bauen sehr, sehr geile Felgen, technisch sehr innovativ, farb- und innovativ. Bisschen langsam. Also da haben sie sich wirklich aber aus dem Fenster gelehnt mit dem Kupfer. Das schaut richtig geil aus. Also die Farbe auf den Felgen zu dem weißen Auto finde ich perfekt. Dürft auch gerne schreiben, nee, findet ihr nicht so gut, Kupfer gefällt euch nicht oder ist gut. Was könnte man da für einen Kontrast machen? Der kommende Kontrast, und da sind wir wahrscheinlich dann die Ersten, wir kriegen Spiegelkappen aus Carbon für das Auto noch. Könnt ihr auch dann in sehr, sehr naher Zukunft bei uns bestellen. Deutsche Qualität, deutsche Fertigung, kein so ein China-Schrott. Also wirklich geile Geschichte und Auspuffanlage, das habe ich euch gerade schon erzählt. Aber guckt mal bitte die Felgen mit dem 235 3020. Die passt wirklich auf das Auto wie die Faust aufs Auge. Unser Rennfahrer wollte ja zuerst 19 Zoll. Aber wir haben dann doch überreden können zu 20 Zoll. Okay, es ist nicht so viel Reifen, er kann nicht so viel walken, aber fährt sich immer noch wirklich ordentlich. Es ist nicht zu hart, es stößt nicht. Wirklich eine Kombination, die wir empfehlen können. Wie gesagt, schaut euch das Auto mal im Ganzen an. Der Korbi läuft mal außen rum. Einfach mal wirken lassen und dann später auch mal eure Kommentare dazu. So, und jetzt seht ihr gleich, was euch nächste Woche erwartet, nämlich das hier. Also, der Rohrdurchmesser ist schon mal knackig für ein GTI. Ihr werdet sehen, das Ganze klingt mit Sicherheit geil und entscheidend mit Genehmigung. Auch noch dazu zu den Felgen und dem Fahrwerk natürlich mit absoluter Teilegutachten für Felgen, für Fahrwerk und ECE-Genehmigung für den Auspuff. Also absolut safe, dass die Kombination könnt ihr fahren, ohne dass ihr irgendwie Probleme kriegt. Das erwartet euch nächste Woche. Viel Spaß!